Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Siberia. Letztes Mal haben wir nach ein wenig Suchen und Hilfe von außen es doch geschafft, hier weiterzukommen und haben das Familiengrab der Vorarlbergs geöffnet. Und heute werden wir mal schauen, was uns dort erwartet. Und ob wir dann endlich irgendwann einmal auch mit diesem tollen Zug fahren dürfen. Interessante Pose, die der eingenommen hat, so nachdenkerisch irgendwie. Na dann, gehen wir einfach mal ins Grab rein. Viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Mysteriös. Isabel. Anna. Bis 2002. Rudolfe, ihr Vater. Jean, die Mutter vielleicht. Aber ich glaube, uns interessiert das Grab vom Hans. Das ja leer ist. Ein bisschen Grabschändung machen. Sollen wir wirklich reinschauen? Valladolid Tagesblatt. Dienstag, 17. März 1938. Tödlicher Sturz auf der Alm. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vorarlberg wurde von seinem Vater am Fuße eines Abgrunds gefunden. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Dieser Ansicht ist auch die Familie. Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht. Bereits vor etwa 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz im Gebirge schwer verletzt und hat sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossene und in sich gekehrte junge Mann, der später einmal die Manufaktur Vorarlberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hiermit den Angehörigen Herrn Vorarlberg und seiner Tochter Anna, die heute die alleinige Erbin des Automatenmanufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Also selbst die Zeitung hat darüber berichtet. Und da haben wir eine neue Klangwalze. Die wir uns. Kann ich das wieder zumachen? Nö. Ja, lassen wir es offen. Gut, ich denke, da unten gibt es nichts mehr. Dann ab in die Manufaktur und dann werden wir uns mal die Klangwalze anhören. Geht's. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende von Valladolid. Also nicht dem Ende vom Spiel, sondern unser Aufenthalt in Valladolid wird sich bald sein Ende finden. Das meine ich damit. Ich hoffe, dass wir dann endlich mit dem Zug fahren dürfen. Und schauen wir dann, wo wir hinkommen. Gut, aber jetzt gehen wir mal ins Büro.
und dann hören wir uns die gefundene Klangwalze an. So, Menü. Welche war jetzt die neue? Ich glaube, die da. Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Da hinten ist es. Guck! Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau! Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen, das... Du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, vorsichtig. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. So, jetzt haben wir genau gesehen, wie der Unfall damals passiert ist. Und jetzt können wir auch das Ding da mitnehmen. So, das ist dann jetzt hoffentlich das fehlende Teil, was wir noch für den Zug brauchen. Das heißt, nichts wie weg und ab zum Bahnhof. Gut, na dann. Schauen wir mal weiter. Weil jetzt sollte man wirklich alles haben. Jetzt. Der Bahnhof war da, glaube ich, oder? Genau. Gut, Kate Walker. Schauen wir mal, ob Oscar jetzt mit uns redet, beziehungsweise ob wir jetzt endlich alles haben, damit wir abfahren können. Muss ich die Klangwalze auch noch verstauen, oder? Okay. Und nun? Gut, reden wir mal mit
Oskar? Ich bin es noch ein... Guten Tag. So. Nicht auch ich... Falsch. Gehen wir unsere Zugfahrkarte. Vielleicht dürfen wir jetzt fahren. Hier, Oskar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum Sie diese Fahrkarte absolut nicht wollen. Alles ist in Ordnung. Und trotzdem, Sie wissen ja, Pünktlichkeit ist... Für einen Zugführer Ehrensache, ich weiß. Aber was ist denn noch, Oskar? Was ist denn los, Oskar? Warum begeben Sie sich nicht in Ihre Pilotkabine? Ich befürchte, es liegt ein mechanisches Problem vor, Kate Walker. Ich befolge peinlich genau die Anleitung zum Start der Maschine, aber es passiert nichts. Wenn Sie wünschen, Kate Walker, könnte ich eine persönliche Vermutung vorbringen. Oh nein. Also los, Oskar. Ich höre. Ich fürchte, es wurde vergessen, den Mechanismus der Lokomotive aufzuziehen. Wenn's nur das ist, dann machen Sie es doch. Ich habe keine Ahnung, wie, Kate Walker. Es ist durchaus möglich, dass der nicht ganz sachgemäße Abschluss meines Herstellungsprozesses dafür verantwortlich ist, dass es mir an Instruktionen fehlt. Nun gut, dann kümmere ich mich selbst darum. So kompliziert wird der Mechanismus ja wohl nicht sein. Warten Sie auf mich. Es wird nicht lange dauern. Danke, Kate Walker. Wäre so schön gewesen, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, ja, okay, passt, fahren wir. Schauen wir, wo uns der Zug hinbringt. Fahren wir einfach. Jetzt hat der Zug noch keinen Sprit, quasi. Aber da haben wir ja in einer der letzten Folgen schon was gesehen. Nämlich da vorne bei der Lokomotive. Nämlich da. Und da. Wie das klemmt ist oder sonst irgendwas. Muss ich das Ding jetzt wieder einfahren? Ich hoffe, das war's jetzt. Das war jetzt hoffentlich wirklich die letzte Handlung. Weil langsam will ich nicht mehr im Valle d'Ilene sein. Ich glaube, da kennen wir schon jeden Stein in Valle d'Ilene. Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan. Ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Marson & Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate? Ja, ich weiß auch nicht, wo man hinfahren geht. So. Versuch Nummer 4711. Oh, siehe da. Alles in Ordnung, Oskar. Die Lokomotive ist bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Bitte kehren Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Wir fahren ab.
Endlich. Du sagst es, Kate. Endlich. Das schaut jetzt aber nicht wie Sibirien aus. Naja, schauen wir mal, ob wir mit Oscar reden können. Wo sind wir, Oscar? In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja, dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Finden Sie einen Weg, sie wieder aufzuziehen? Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also im Inneren der Lokomotive auf Sie warten. Sie Angsthase. Diese Lokomotive mag zwar ein kleines technologisches Wunder sein, aber Sie müssen zugeben, dass die begrenzte Autonomie Ihres Motors Probleme bereitet. Ich kann Ihnen bei derartigen Überlegungen nicht folgen, Kate Walker. Oscar, ich glaube, dass Hans Vorarlberg sich nach seiner Flucht aus Valladolid in dieser Stadt aufgehalten hat. Vielleicht ist unser Zug nicht zufällig hier stehen geblieben. In der Tat, für den Zufall bietet eine solche Schienenreise keinen Platz. Sie sind also mit mir einer Meinung? Wir haben keinen schlüssigen Beweis für das, was Sie da vermuten. Der Zug hielt an, da sein Federmechanismus entspannt war. Das ist der Grund, Kate Walker. Ich hätte mir ein bisschen mehr Fantasie Ihrerseits erhofft, Oscar. Nein, Kate Walker, ich bin nur ein einfacher Automat. Kate Walker? Wollen Sie mir wirklich nicht helfen, ein Mittel zu finden, um diesen Zug aufzuziehen? Wenn ich diese Lokomotive verlasse, setze ich mich dem Rost aus, Kate Walker. Und was nützt Ihnen ein verrosteter Lokführer? Da haben Sie wahrscheinlich recht. Oscar, wir haben ein ernstes Problem. Wie sollen wir unsere Reise fortsetzen, wenn der Zug streikt? Sehen Sie eine Lösung? Für jeden Federmechanismus gibt es eine Aufziehvorrichtung, Kate Walker. Suchen Sie weiter. Gut. Wollen wir hoffen, dass Sie recht haben. Ich sehe, ob ich etwas finden kann. So, bei Kate sagst du was Wenn ich bedenke, dass ich befürchtet habe, als Anwältin meine Zeit hinterm Schreibtisch zu verbringen. Stimmt etwas nicht, Kate Walker? Ist die Verpflegung nicht nach Ihrem Geschmack? Wünschen Sie ein anderes Kopfkissen? Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Oscar. Es ist alles perfekt. Sie sind perfekt. Gut, wir sind Ich muss schnell los, Oscar. Bis nachher. Ja, Kate Walker. Gut, wir sind also jetzt in Barockstadt. Einer Universitätsstadt. Und wir haben das gleiche Problem wie vorher. Unser Zug muss neu geladen werden. Was war das gerade? Vogel. Aha. Gut, allerdings würde ich vorschlagen, bevor wir uns da jetzt weiter umsehen, dass wir das Ganze auf die nächste Folge verschieben.
denn wir haben schon wieder die 20 Minuten erreicht. Und das ist doch eine gute Stelle, um eine kleine Pause einzulegen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!